Liebe Piraten, am 18. September 2011 sind wir zum ersten Mal in ein Landesparlament eingezogen. Es ist Zeit für einen regelmäßigen Reality-Check. Es ist jetzt wichtiger denn je, dass wir lernen, wie wir echte Politik machen können, ohne unsere Ideale auch nur ein Stück weit aus den Augen zu verlieren. Das Ideal, um das es mir heute ganz konkret geht, ist Transparenz. Wir möchten, dass die Leute frei sind. Also wollen wir, dass sie über ihr eigenes Leben mitbestimmen können. Darum leben wir in einer Demokratie. Damit sie mitbestimmen können, müssen sie einerseits im Bild darüber sein, was passiert, andererseits müssen sie sehen, ob die Forderungen, die sie durch Wahlen und Abstimmungen gemacht haben, umgesetzt werden. Diesen beiden Zielen dient die Transparenz. Sie ist wichtig. Aber wir werden auf Dauer nicht damit weiterkommen, sie einfach nur zu fordern. Wir müssen die Voraussetzungen für Transparenz schaffen. Als Bürger, als Basis. Ich möchte heute von Bürgern auf der einen und Politikern auf der anderen Seite sprechen und von Piraten ohne Amt und Piraten mit Amt. Weil wir ja mit unserer parteiinternen Transparenz ein Beispiel vorleben wollen, ist das äquivalent. Der Unterschied zwischen der einen und der anderen Seite ist, dass die einen gewählt sind, also ein Stück Macht übertragen bekommen haben und die anderen von den Entscheidungen betroffen sind. Nehmen wir mal ein parteiinternes Beispiel. Eine fiktive Anna aus der nicht allzu fernen Zukunft ist Landesvorstand in der Piratenpartei. Die nächste Landtagswahl steht bevor und Anna stellt fest, dass die Piraten dieses Landesverbandes viel mit den Grünen gemeinsam haben. Sie führt häufiger Gespräche mit ihrem Vorstand, um zu klären, wie und ob man möglicherweise zusammenarbeiten kann. Das macht sie auch transparent. Die Gespräche gefallen aber einigen Piraten nicht. Man äußert Kritik darüber, dass man mit einer anderen Partei zusammenarbeiten will. Anna verfasst einen langen Blogpost, wo sie ihre Gedanken darlegt, warum das ein unbedingt notwendiger Schritt für den Landesverband ist. Die meisten können ihre Gedanken nachvollziehen und sind zufrieden und schweigen. 15% stimmen aber weiterhin nicht mit ihr überein. Einige davon schreiben ihr Gegenargumente per E-Mail, die meisten lästern aber über sie auf Twitter oder überall sonst. Sie bekommt 4 Drohmails, wo drin steht, was passiert, wenn die Gespräche nicht aufhören. Ein klassischer Shitstorm. Weil die zufriedene Mehrheit schweigt, fühlt Anna jeden gegen sich. Sie stellt die offiziellen Gespräche ein, die Lage beruhigt sich. Was aber passiert weiter? Anna geht auf diese Eröffnungsparty des vegetarischen Cafés. Dort ist zufällig auch jemand vom Vorstand der Grünen. Man trinkt ein Bier, man redet. Weil sie also die Notwendigkeit weiterhin fühlt, macht sie genau das, was sie vorher auch schon gemacht hat, aber diesmal inoffiziell, ein wenig unter der Hand. Klar handelt sie hier falsch und ist deutlich im Unrecht, aber die Voraussetzungen dafür wurden geschaffen. Wie geht eine souveräne, transparente Partei mit so einem Problem um? Nachdem Anna ihren Blogpost verfasst hat, schreiben die vielen von denen, die mit ihrem Vorgehen einverstanden sind, und sie fühlt den Rückhalt, einen richtigen Schritt zu tun. Diejenigen, die nicht mit ihr einverstanden sind, schreiben ihre Argumente per E-Mail oder in eigenen Blogposts, die sie an Anna schicken. Sie sind dabei nicht unfreundlich, sondern argumentieren klar. Die Argumente, die vielleicht tatsächlich zum Tragen kommen, baut Anna in ihr Vorgehen ein. Immerhin helfen sie, ihr Fehler zu vermeiden. Sie führt ihre Gespräche weiterhin offen und zeigt, welche der Argumente sie sich wirklich zu Herzen genommen hat. Wenn die Frage sehr strittig ist, wird online ein Meinungsbild erhoben und danach wird sich gerichtet. Und hier ist der Schlüssel, dass Beleidigungen und ungerichtetes Gemecker ehrlichem Verhalten auf menschlicher Ebene abträglich sind. Und schließlich wollen wir ja menschliche Politik machen, mit Menschen. Ich gebe noch ein zweites Beispiel, das diesmal nicht fiktiv, sondern ganz real ist. Jurasoft hat unserer Partei 20.000 Euro gespendet. Die meisten fanden das toll, das ist auch nachvollziehbar, denn wir sind dringend auf Spenden angewiesen. Unser Schatzmeister René hat die Spende und den Firmennamen sofort veröffentlicht. Das müsste er nicht zwingend, aber das hat er so gemacht, weil es transparent ist. Was ist passiert? Bei einem Gespräch hat sich die Firma bei René beschwert, dass mehrere Piraten dort angerufen haben und kritische Nachfragen in ziemlich unfreundlichem Ton gestellt haben. Das ist eigentlich etwas, das gar nicht passieren sollte. Vergangene Woche hat uns eine andere Firma zwar ihre moralische Unterstützung zugesichert, aber spenden wolle man nicht, weil man sich nicht den gleichen Störern aussetzen wollte wie Jurasoft. Konsequent ist, dass René eigentlich am liebsten den Namen der spendenden Firma nicht sofort, sondern erst am Jahresende veröffentlichen würde. Wie geht jetzt eine souveräne, transparente Partei damit um? René wird die Namen von Großspendern weiterhin sofort veröffentlichen. Wenn aber jemand Fragen über die jeweilige Firma hat, was ja berechtigt ist, dann stellt er sie René.
Schließlich ist der Schatzmeister und dafür gewählt. René leitet die Fragen weiter an die Firma und veröffentlicht die Antworten. So haben wir Transparenz, Informationen und wir verschrecken nicht diejenigen, die uns unterstützen wollen. Dieses Konzept kann aber nur funktionieren, wenn jeder Einzelne freiwillig sich daran hält, seine Fragen nur an René zu schicken. Jedermann ist also dafür verantwortlich. Was ich in den vergangenen Beispielen klar machen wollte, ist einfach, dass Transparenz von zwei Seiten abhängt. Einerseits von dem gewählten Politiker, andererseits aber auch vom Verhalten der Rezipienten. Einerseits brauchen wir ein Regelwerk, das Politiker zu transparentem Handeln verpflichtet. Und wir brauchen Mechanismen, die den Bürger in die Lage versetzen, den Politiker zu überwachen. Das ist die eine Voraussetzung. Andererseits muss aber auch die Grundlage für ehrliche Transparenz geschaffen werden, weil man ein Regelwerk immer leicht umgehen kann. Eine Grundlage für ehrlich transparentes Handeln besteht darin, nicht so schnell zu reagieren, gerichtet Nachfragen zu stellen, mit einem Politiker zu kommunizieren, die Unterstützung der guten Handlungen zeigen und die schlechten Handlungen konstruktiv zu kritisieren. Ohne diese Umgangsregeln verkommt Transparenz zu einem bloßen Überwachungskatz- und Mausspiel, das nichts mit ehrlicher Politik zu tun hat. Und diese Umgangsregeln hängen von jedem ab, von jedem Bürger, von jedem Mitglied der Basis. Wir selbst tragen die Verantwortung dafür, das ist ein Stück unserer Verantwortung für Demokratie. Und zum Schluss will ich noch ein positives Beispiel bringen. Als ich mein Meinungsfindungskonzept einen Monat nach meiner Wahl auf meinem Blog vorgestellt habe, habe ich gesagt, okay, das ist jetzt so eine unausgereifte Idee, ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren kann und ob, aber was haltet ihr davon? So, und statt einem Flame War vom Zaun zu brechen über jeden gedanklichen Fehler, den ich gemacht habe, haben mir viele ihre Unterstützung zugesichert und meine Idee gelobt. Viele haben kritische Punkte freundlich eingebracht, die ich in das Konzept einbauen konnte. Viele haben Bedenken geäußert, aber das diplomatisch. Mich als Politiker hat das dazu erzogen, euch zu vertrauen und euch meine Ideen in ganz frühen Stadien zu zeigen, damit sie an euch wachsen können. Ich habe keine Angst davor, mal rumzuspinnen und vielleicht auch mal was Falsches zu sagen, weil ich weiß, dass ihr es als genau das nehmt, was es ist. Als ein transparentes Denken, als ein Brainstorming. Und nur so kann es funktionieren. Brainstorming statt Shitstorming. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Art von Politik Verantwortung von jedem von uns erfordert. Die Verantwortung, die wir für uns selbst tragen, muss niemand anders für uns tragen. Und das macht uns schließlich frei.